Hallo Wespe, bitte geh weg, bitte geh weg, danke. Hi, ich bin Stocki. Ich bin heute endlich mal wieder draußen, endlich mal wieder Zeit dafür. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem blau-orangenen Elektronik-Händler. Wir haben, der Magellan und ich, noch ein paar Sachen vor dieses Jahr. Und dafür brauchen wir noch so ein paar Kleinigkeiten. Und ich wollte die Gelegenheit nutzen, einfach mal eine kleine Mini-Roller-Folge zu machen. Hier muss ich erstmal warten. So, jetzt bin ich auch schon da. Dann werde ich jetzt mal mich da rein begeben. Filmen kann ich natürlich nicht, weil Drehgenehmigung, wenn sich was ergibt, dann hole ich euch auf jeden Fall wieder rein. Also, Mission Kamera erfolgreich erfüllt. Ich fahre jetzt gleich nach Hause. Und dann gucke ich mir das Ding mal an. Oh, 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 Vorsicht, junge Frau. Gucken. Länger gucken. Schönen Kaffee. Oh, ganz wichtig. 3-2-1 Spiele, toller Kanal. Habe ich vor Jahren mal geschenkt bekommen. Danke nochmal. So, also, dann wollen wir uns das gute Stück mal angucken. Das ist die Roller 6S Plus. Ich war auch ehrlich baff, was alles mitkommt. Wasserfestes Gehäuse, Dutzende Montagesachen für, was hat er im Laden gesagt, auch für einen Helm, für einen Lenker, zum Beispiel auch am Roller. Ich hole erstmal alles raus. Das hier sieht mir aus. Ach, das ist eine Fernbedienung. Nice. So, ich vermute mal, dass das dann hier so dran gehört. Ja, irgendwie so ist es wohl gedacht. Muss ich noch einstellen. Aber das ist schon mal eine gute Sache. Mit Klett auch. Finde ich gut. Eine Mountplatte.
halt nicht. Also zum Großteil sind das hier alles Halterungen. Das ist interessant für den Roller. Also so eine Lenkradklemme. Kann man sich an Fahrrad, ans Motorrad, an alles, was irgendwie eine Lenkerstange hat, dran machen. Ach, schade. Ladekabel, aber leider kein USB-C, hätte ich mir gewünscht. Das wäre schön gewesen. Aha. Das ist so eine über einen Winkel Festmachthalterung. Also es sind alles Halterungen hier. Hier ist noch eine Halterung. Also es scheint halt viel. Also allein das hier ist praktisch zweimal dasselbe. Also der hier ist halt ein bisschen länger, aber ansonsten sehe ich da keinen Unterschied. Aber was natürlich ganz geil ist, da kann ich auch die Pocket 2 draufsetzen oder meine alte Lumix. Das ist eine gute Sache. Das ist wirklich eine gute Sache. Das Ding hier, ja, wunderbar. Das hier ist praktisch nochmal dasselbe wie das, nur halt auf Winkel. Das hier sind so Schnellaufnahmeplatten, wo man dann übrigens auch hiermit arbeiten kann, anscheinend. Weil da ist ein Gewinde drin. Das heißt, ich kann das dann von unten durch. Hier habe ich eine Klebefläche. Damit kann ich es halt irgendwo festkleben. Noch eine Halterung. Okay. Oh, wer hätte es gedacht? Kabelbinder. Ah, hier nochmal Reserve. Klebeplatten für die Füßchen hier. Ist ein kleiner Safety. Ist ein Mini-Safety. Süß. An der Stelle noch ganz viele liebe Grüße an den Telmex. Ich habe mir da gestern noch eine kleine Beratung geholt. In Sachen Kameras. Es war auch erstaunlich, als ich da reingelatscht bin in den Shop und gesagt habe, hier, die will ich. Und dann wollte der Verkäufer erst anfangen, mir zu erklären, was die alles kann. Und habe ich gesagt, ich weiß genau, was die kann und ich weiß auch, was dabei ist und alles gut. Ich will die einfach kaufen. Und dann wollte er ernsthaft mir noch auf einem sehr weiten Umweg versuchen, eine GoPro anzudrehen. Okay, hier gibt es jetzt nochmal Straps. Zwei an der Zahl mit einem Klemmverschluss. Und dann hier noch zwei Klettringe. Also einen hiervon vielleicht für die Fernbedienung tatsächlich. Und der andere dann für so einen Kamerafuß hier. Da kann man nämlich an der Seite auch noch die Straps durchziehen. Die Bänder, Halte, Gurte. Also es ist viel Kleinzeug dabei, aber ich muss halt wirklich ehrlich sagen, bis auf den Lenkradhalter und vielleicht diesen Schnellaufnahmefuß mit dem Gewinde, weiß nicht, werde ich wahrscheinlich gar nicht brauchen. Ja, okay. Jetzt sag nicht, das ist da. Hä? Wieso? Warum? Diese Verpackung verstehe ich überhaupt nicht. Boah, ist die fest. Was ist denn da los? Ehrlich, ich krieg's nicht auf. Ich krieg's wirklich nicht auf. Ja, dann gehen wir so filmen, wa? Ja. Was mache ich denn jetzt? Hilfe! Das Kunststoffrad hier, ich krieg's nicht gedreht. Ich habe auch Angst, dass mir dann da irgendwas bricht. So.
Aha. Aha. Ah, es ist geschafft. Oh. Also, dass man diese Muttern leicht verliert, scheint wohl so zu sein. Okay. Da haben wir sie. Ah. Oh. Oh. Aha. Hier mit Metallbügel und dann spannt man das da oben so herauf. Oh, ist schön, die ist sehr klein. Und also. Aber dafür ganz schön schwer. So, jetzt ist hier ein Knopf. Da, ich denke. Aha. Aha. Ah, wieder ein Feature, finde ich sehr schön. Hier ist so ein Streifen dran. Damit man die Batterie, den Akku rausholen kann. Oh, ist der süß. Wieder aufladbar. Tatsächlich. Ja, wunderbar. Aha. Hier innen drin. Wahrscheinlich ein bisschen schwer zum sehen. Da innen drin. Da ist der Kartenslot. Oh, hier gibt es noch mehr. Hier ist noch eine kleine Klappe, die jetzt nicht aufgeht. Aha, doch aufgeht. Da hat es einen USB-Anschluss und einen HDMI-Anschluss. Aber das hätte ich mir hier gewünscht, dass so ein HDMI-Kabel dabei ist. Ne, das hier ist nur das USB-Kabel zum Laden. Anderes Kabel war nicht dabei. Das heißt, ich muss jetzt doch nochmal loslatschen. Also auf die Hälfte dieser Klemmen hätte ich wirklich verzichtet und dafür lieber das Kabel gehabt. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Bilder, die die macht. Ah, die empfehlen sogar. Die empfehlen sogar, welche Karten man da reintun soll. Also das ist nicht sehr stabil hier. Na, das ist nur da in dem kleinen, in der kleinen Plastikführung drin. Ja, und da knackt es auch schon. Habe ich was falsch gemacht? Aber ich glaube, wenn man das Kästchen neu kauft, das kostet dann halt auch nicht so die Welt. Eine Sache noch. Die Fernbedienung. Das ist ja wunderbar. Aber hier sind wahrscheinlich wieder diese CR irgendwas 37 Knopfbatterien drin. Und da hätte ich wirklich Glück, weil ich vor einem halben Jahr mal so eine 10er-Packung gekauft habe. Gut, die geht jetzt ans Ladegerät. Ich brauche noch einen Kaffee. Und ich muss raus aus dem Pulli. Es kam jetzt erstmal eine Weile nichts mehr auf dem Kanal. Dafür gibt es mehrere Gründe. Warum es mit dem Camp nicht weitergeht, ist, da gibt es, wie soll man sagen, juristische Schwierigkeiten. Ich sag Bescheid, wenn es weitergeht. Erstmal Pause. Es wird auf jeden Fall im Winter einen Overnighter geben. Mit Glück haben, kriegen wir sogar ein bisschen Schnee. Oder wenn wir Pech haben, kriegen wir Schnee. Ich bin sehr froh, dass ich vor ein paar Tagen mit dem Magellan zusammengesessen habe und wir haben Sachen vor. Wollen also nicht auch immer nur im Wald. Ist schön, ist geil. Für den Winter wollen wir das Programm ein bisschen ändern. In den nächsten Folgen wird es ein bisschen nass. Deshalb auch die wasserdichte Cam jetzt. Eigentlich wollte ich auch ein Video zur Wahl machen. Aber man kennt ihn, unseren Rezo, die drei letzten Dinger, die er da abgeliefert hat. Den drei Dingern ist einfach nichts hinzuzufügen. Seien wir ganz ehrlich. Ich freue mich, dass ich morgen wählen gehen kann. Geht auch. Geht wählen. Es wird auch nicht von heute auf morgen so krasse Veränderungen geben. Wenigstens schrittchenweise wird sich was tun. Dass es nicht besser werden kann, wenn wir nicht an dem ganzen Ding mal feste rütteln und sagen, ne?
Und das wieder und wieder. Was gibt's noch? Ich bin vor über 20 Jahren in Schweden gewesen. Wir wollen auf jeden Fall im nächsten Sommer auch rüber, rauf nach Schweden, rauf nach Schweden. Haben uns das auch schon angeguckt. Es ist natürlich immer ein bisschen tricky, die Leute unter einen Hut zu bringen mit den Terminen. Naja, jetzt müssen wir halt ein bisschen hin und her murmeln mit den Terminen, damit wir da nicht völlig unvorbereitet aufschlagen nächstes Jahr. Wollen wir vorher hier schon ein paar kleine Sachen machen. Ich habe die Sieg vor der Tür. Da könnte man eigentlich mal eine kleine Probetour fahren. Ich hoffe, wir schaffen das dieses Jahr noch. Und naja, dann haben wir in ungefähr einer Woche noch ein kleines Mätzchen vor. Wir wollen tauchen gehen. Nämlich auch hier in Siegburg. Und in der Dive for Life heißen sie, Tauchschule, Taucheinrichtung. Haben wir uns schon mal reingeklingelt und vorsichtig gefragt, aber die ist alles voll. Alles völlig überbucht. Ich will mich nachher auch nochmal auf den Scooty schwingen und darüber rollern, weil die sind da drüben. Ich habe das alles vor der Tür und auch dafür bin ich so dankbar und so glücklich darüber. So, jetzt trinke ich noch meinen Kaffee zu Ende. Da ist zwar auch fast nichts mehr drin, aber mit dem Akku sieht es genauso aus. Und deshalb sage ich an dieser Stelle schon mal Tschüss. Wenn es euch gefallen hat und ihr gespannt darauf seid, wie es weitergeht, lasst mir ein Like und ein Abo da. Stocky out.